Na, tfadl. Wenn ich nachts Taxi fahre, und eine Person steigt ein, habe ich eine Beförderungspflicht habe. Diese Person will an einem schlechten Ort fahren. Habe ich dann Schuld dran? Der Bruder sagt, was, wenn ich Taxifahrer bin und zu mir steigt jemand in das Taxi herein und er möchte, dass ich ihm zu einem Platz fahre, der islamisch nicht korrekt ist. Wie verhalte ich mich hier? Nein, du darfst ihn nicht entfahren. Und auch jetzt, ich meine, du kannst sagen, zum Beispiel, es ist schwer für mich, diesen Weg zu finden. Was meinst du damit, religiös gesehen? Okay? Und ich will dir keine Last aufzwingen, sagst du ihm, und dann geht er weg. Weil Allah Azza wa Jalla sagt, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Helft einander in Güte und in Freundschaft, helft aber nicht einander in Sünde und in Feindschaft. Wozu hast du ihm hier verholfen, wenn du ihn zu dem Platz bringst? Zu der Sünde, richtig? Und dieser Anteil wäre auch in deinem Buch. Und daher dürfen wir das nicht machen, wallahu ta'ala. Ebenfalls, wenn einer mit einer Alkoholkiste hereinkommt in das Taxi, befördere ihn nicht. Okay? Oder er steht gerade mit der Flasche und trinkt sie. Und einer hat mir sogar gesagt, A'udhu billah, bei ihnen sind einmal zwei Männer eingestiegen, die wollten im Taxi das Schändliche machen, weil er A'udhu billah. Aber Alhamdulillah, der hat sie rausgeschmissen. A'udhu billah. Wallahi, was für schmutzige Leute es gibt. Diese Leute provozieren extra, ja? Die machen das absichtlich. Ja. Geh, du Schwul. Solche Leute, A'udhu billah, wenn sie sowas machen, okay, wenn sie schwul sind, ist was anderes. Man befördert sie, aber wenn sie anfangen, das Schändliche zu machen, hier darfst du sie. Und sie dürfen das auch nicht machen, richtig? Wer hat gesagt, dass sie sowas machen dürfen? Na. Was mit Busfahrern? Busfahrer? Busfahrer hat keinen Einfluss. Ein Taxifahrer kann anders agieren als ein Busfahrer. Busfahrer fährt doch überall hin. Er hat doch... Er hat seine Strecke. Bitte? Er hat seine Strecke. Ja, er fährt eine bestimmte Strecke. Wer wo jetzt aussteigt, das ist nicht seine Sache. Damit hat er überhaupt nichts zu tun. Aber anders ist es. Jetzt wird dir jeder sagen, jetzt einer steigt im Bus ein, wird dir sagen, ich möchte dorthin. Wird er dir nicht sagen. Aber ihm ist was anderes, wenn er Taxi fährt. Na? Wallahu ta'ala ala wa ala. Na, tfadl. Muss man immer die Salawat auf den Propheten machen? Das ist eine gute Frage. Muss man immer die Salawat machen auf den Propheten? Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Ich bin sehr enttäuscht von den Medina. Ich komme manchmal in Dörfern herein, die machen mehr Salawat als ihr. Subhanallah. Auf jeden Fall ist das verpflichtend? Eigentlich ja. Und es gibt hier unterschiedliche Aussagen der Gelehrten. Manche sagen, nach jedem Mal, wenn der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt wird, muss man das machen. Und dazu gibt es auch eine klare Überlieferung. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّي عَلَيْهِ. Die Nase soll in den Schlamm von einer Person hereinfallen. Das bedeutet im Arabischen, er soll bestraft werden, wenn er hört, dass mein Name erwähnt wird und keine Salawat, keine Segenswünsche auf mich spricht. Die Überlieferung ist klar, oder? Daher sagen ein Teil der Gelehrten richtigerweise, dass man die Salawat machen muss. Andere haben gesagt, nein, nicht nach jedem Mal. Aber, wallahu ta'ala ala wa ala, jedes Mal, wenn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam erwähnt wird, muss man diese Salawat machen. Und es gibt andere Überlieferungen, die noch deutlicher und noch härter in der Bestrafung sind. Zum Beispiel bei At-Tirmidhi, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ganz kurz, er sagte, Jibril kam zu mir und sagte, ja Muhammad, wenn dein Name bei jemandem erwähnt wird und er macht keine Salawat auf dich, so soll er in das Höllenfeuer hereingehen und Allah soll ihn weit von sich weisen. Die Überlieferung ist authentisch. Sheikh al-Albani hat sie als authentisch klassifiziert. Nahm daher, du machst immer die Salawat auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und bei An-Nasa'i wird überliefert, derjenige, der die Salawat macht auf den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so wird er, wenn er das einmal macht von Allah, wie oft gesegnet? 10 Mal. Gutes Geschäft, oder? Sehr gutes Geschäft. Stell dir vor, du gibst jemandem 1 Euro, er gibt dir 10 Euro. Das lohnt sich. Na. Wenn man